Da sind wir wieder. Freiburg in der Liga ist der nächste Gegner. Also SC Freiburg auf jeden Fall. Wir spielen das nächste Spiel. 9. Spieltag ist es jetzt. Ja, mit dem 5:2 in Bergamo in der Champions League haben wir die nächste, haben wir wahrscheinlich die Hürde-Gruppenphase übernommen. Oder genommen. Und jo, gucken wir mal. So. Jetzt können wir ein bisschen rotieren, weil, wie gesagt, der nächste Gegner in der Champions League heißt ja dann auch wieder Bergamo. Da wollen wir natürlich die nächsten Pflichtaufgaben lösen. So, dann setze ich mal da ein bisschen, spiele ich mal ein bisschen um. Stelle ich mal ein bisschen um. Akboguma kann auch mal ein bisschen was machen. So. Das war dann einfach mal ein bisschen durchrotieren noch. Den Keeper mal wechseln. Und dann geht's weiter. Wie gesagt, hätte SC Freiburg als Gegner und ja, da wollen wir natürlich auch wieder 3 Punkte holen, ne? So, auf geht's. Völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. SC Freiburg gegen Schalke 04. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Ja, die sind wirklich stark und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie hier beste Chance. Genau so ist es. So, auf geht's. Freiburg als Gegner. So, auf geht's. Vecchino. Ja. Wird das eine Torchance? Und weiterspielen, er hat einen Vorteil entschieden. Ja, den Vorteil hat er entschieden. Also wird da. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Maximilian Arnold. Gib ihm auf Paulinho, der jetzt frei vom Keeper steht. Paulinho. Also. 8. Minute. Der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Aber schön sauber unten in die Ecke versenkt. Hier dieser kluge Pass, dann dieses Kreuz. Da kam der Freiburger Verteidiger nicht mehr rein. Und dann geht der Ball hinten ins lange Eck. Wie gesagt, der geht schön sauber unten rein. Und wir führen mit 1:0 in Freiburg und wollen jetzt natürlich den 9. Sieg in Folge in der Liga holen. Tor Nummer 7 für den Brasilianer. Ja. Vecchino. Rodriguez. Akpoguma hat sogar noch gelb gesehen für seinen Foul. Okay. Geiger. Kein Abseits. Palacic. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Ja, warte mal, da kommt noch was. Zumindest versuche ich. Komme aber auch nicht wirklich in Position jetzt gerade. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Gute Aktion, gut geklärt. Ja, das haben sie gut zugestellt. Da kam ich nicht durch, die Lücke. In der WWK Arena. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Ganz stark gemacht. Das gibt's, kann ich nicht ins Foul gehen. Und könnte der Ausgleich sein. Gibt es das denn? Kein Tor.
Und das war natürlich eine Riesenchance. Das war aber zu wenig. Das war zu schwach, den Elter. Paulinho. Habe ich gesehen da oben. Johnny Bock hat jetzt frei steht. Wenn Tempo angeht. Das ist doch gefährlich. Schade. Bakambu. Sie verlieren den Ball. Schön geklärt. Ah, der kommt auf Kalajdzic, aber der kommt nicht durch. Aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Hm. Jetzt könnte er flanken. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Ah, wieder weggesnackt, aber schön. Riedmar. Er sucht die entscheidende Lücke. Also momentan gefällt es mir auch selber nicht, wie wir hinten stehen. Das ist alles andere als souverän, muss ich sagen. Da Costa. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem. Das war kein Foul, okay. Anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Ja, momentan kriegen wir es gerade nicht so auf die Rase, wie es gerne hätte. Und das ist, steht halt nur 0 zu 1 und das kann halt. Zentner. Ja, und es gefühlt betteln wir gerade so ein bisschen um den Ausgleich. Sehr aufmerksam, sehr beweglich, absoluter Rückhalt, so wie jetzt zu sehen. Er geht in den Strafraum. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Gut, dazwischen geklärt, dass da nicht irgendwie was Gefährliches passieren kann. Paulinho. Maximilian Arnold. Becker. So, was machen Sie draus? Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Pause. Zur Pause steht nur 0 zu 1. Der für die zweite alle Möglichkeiten offen. Und in Freiburg haben wir schon mal verloren. Damals im ersten Jahr in der Bundesliga. Schalke liegt hier vorne. War ein guter erster Spielabschnitt der Gelsenkirchner. Naja. Schönes Ding. Burkhardt, der jetzt zwei Mann, drei Mann stehen lässt. Ist jetzt Platz. Kommt jetzt die Flanke rein. Gut Ecke. Verteilt. Ja, das ist so der quasi das Maximum, was man rausholen kann. Ecke, Coutinho. Boah, gut gehalten vom Keeper, das wäre 2-0 geworden. Fast der nächste Treffer, aber der Keeper hat was dagegen. Und so bleibt sie hier erstmal weiter im Spiel. Ja. Nee, gut gehalten, definitiv, muss man sagen. Ich bin gerade ein bisschen unzufrieden mit meinem Spiel. In der WWK Arena tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Weil es momentan eigentlich gerade nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. 2 zu 0. Gespielt sind 54 Minuten. Vielen Dank für die Info. Jetzt mal Paulinho vielleicht. Da hat er die Chance. Paulinho! Und Kalajdzic, der den aber nur knapp am Keeper vorbeisetzt. Ja. Na, es ist. Ja, 2-0 wäre jetzt natürlich ein bisschen beruhigend, ne? Weil es dann. Fängt diesen Ball ab. Weil es ein bisschen die Spannung. Aber was heißt, die würde ein bisschen Luft aus dem Gegner nehmen, aber wie gesagt, das kann natürlich alles auch anders ausgehen. Und wieder Freiburg. Die hatten ihre Chancen bisher, muss man sagen. Ja, den lässt er gut da stehen. Herr Wedi. Flanke bleibt hängen. Geiger. Es gibt Neuigkeiten zum Spiel in der WWK. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Hoffenheim. Neuer Spielstand damit also 3 zu 0. 3-0 Hoffenheim. Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank. 3-0, da würde ich mich also gerade ein bisschen drüber freuen, wenn es so stehen würde. Ein harter Zweikampf, aber alles wert. Nichts gesehen von. Kein sagt der Schiedsrichter. Kalajdzic mit der
Ja, der geht, wird immer weiter nach außen jetzt gedrückt. Sönnig macht das sehr gut und dann kommt diese Flanke. Aber die kommt nicht an. Puh. 20 Minuten noch. Und es ist noch definitiv... Es ist noch nicht durch, das Spiel. Macht er gut hier. Jetzt Johnny Bockert, der jetzt mit Tempo mal endlich vorbeigehen kann am Gegenspieler. Und dann zu überhastet abschließen. Also das läuft gerade nicht. Es läuft gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, ich muss es machen. Ich habe sonst keine Möglichkeit, irgendwie was zu ändern. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt kommen gleich Richter und Gosens. Coutinho. Mal Coutinho, mal versucht das. Wieder langes Bein und funktioniert nicht und was auch immer nicht. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Ecke in die Mitte. Und die Situation ist wieder bereinigt. Und wie gesagt, es steht nur 1-0 für uns. Frühes Tor. Ja, da waren sie super nicht. Druck. Ball ist weg. Weg damit. 10 Minuten noch. Die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Normaler Kopfball, der als Abpraller dann zum Gegner fällt. Ey, den Eckball, den eigenen Einwurf, wo der Ball vom eigenen Mann zum Gegner prallt. Und fliegt zum Johann, aber es ist verdient. Er war einfach zu schnell für sie. 82. Minute Tor für Freiburg. Auf jeden Fall. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Vielleicht schaffen die Schalker mit dem nochmal irgendwie was reinzubekommen. Es sind noch 7 Minuten. Und jetzt Coutinho! Pfosten! Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Einwurf Schalke. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. In der WWK Arena tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Und dann ist es Galeitsch, der zurückgepfiffen wurde. Für mich kein Abseits. Tor für den FC Augsburg. Neuer Spielstand damit 3-1. Gespielt sind 84 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, da kommen sie natürlich noch dran. Das wird der erste Punktverlust der Saison werden. Vecchino. Und das war's. Und es ist nicht ganz unverdient. Ja, es ist also ein Remis geworden. Sie holen einen Punkt. Und ich finde das Ergebnis vom Spielverlauf her vollkommen in Ordnung. Ja. Wir haben drum gebettelt und es ist dann irgendwann passiert. So, damit ist das Ding durch. Wir haben den ersten Punktverlust der Saison. Schade, aber nun ja, nicht einer, aber und der nächste Gegner im Pokal. Oh, Transfergerüchte. Aber das ist 92 Millionen. Delegieren. Nee, also es ist viel Geld, aber ich versuche nochmal was draufzulegen. So. So, okay. Nächster Gegner ist dann der VfL Bochum in der im Pokal. Da wollen wir natürlich gewinnen wieder mal und ja, schauen wir mal, ob wir das schaffen.